damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hitman Absolution. Ja, im letzten Part sind wir erwischt worden, aber da konnten wir wieder ein bisschen entwischen. So, haben wir irgendwas? Hey, ja, aber eben nicht. Da stimmt was nicht! Wir brauchen Verstärkung! So, jetzt verstecken wir uns einfach mal hier. Das sieht aus wie ein Oktopus. Mann, was für ein Durcheinander. Da kann ich nicht viel machen. So. Hey, was ist denn? Ja, geh rüber los. Keine Ratten. Flasche. Abgeriegelt haben. Blake Dexter ist gerne für sich. Wird nicht leicht sein, in 899 reinzukommen. Aber was noch schlimmer ist, Dexter wird von einem echt üblen Bodyguard bewacht, der überhaupt nicht auf Eindringlinge steht. Vielleicht sollten sie sich in einem tieferen Stockwerk einen subtileren Zugang suchen. Aber was rede ich? Ein Profi wie sie? Vermutlich haben sie längst einen Plan. Egal, machen Sie sie fertig. Zum achten Stockwerk. Wir haben schon den ganzen Tag Probleme mit den Aufzügen. Schön für Sie.
Sind die Treppenhäuser gesichert? Aha, alles dicht. Niemand stört Mr. Dexter ohne unsere Erlaubnis. Gut. Und keine Zwischenfälle, verstanden? Ich will, dass diese Operation sauber abläuft. Kein Schnaps, keine Kämpfe und Finger weg von den Zimmermädchen. Kapiert? Okay, okay. Mann. Lass deinen Schwanz einfach in der Hose, ja? Oh, okay. Hey. Aha. Okay, und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Hitman Absolution. Hallo? Das war's leider schon mit Hitman Absolution. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschauen würdet. Ob wir Dexter finden werden, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Hitman Absolution. Bis dahin. You killed my boy, didn't you?